Kühe, hier sind Kühe. Kann ich jetzt einfach hier eine Kuh nehmen? Und einmal kurz, kommst du mit, Kuh? Lol. Nein. Oh, Mist. Leute, die erste Kuh ist gerade gestorben. Die Frage ist, wie bekommen wir die Kühe? Ich kann mir doch auch einfach eine Leine schnappen und die einmal mit nach Hause nehmen. Oder? Zur Not hole ich mir jetzt einfach mehr Leinen und schlepp die hier einmal komplett mit nach Hause. Okay, Leute, ich hole mir jetzt mehr Leinen. Ich will, heutiges Ziel sind Kühe. Ich finde den Sound übelst geil von der Elytra. Wenn man so den Wind in den Ohren zischen hört, Alter, das ist einfach richtig entspannt. Hallo, hier müssen irgendwo richtig viele Leinen sein. Weil ich weiß, ich habe immer diese Villager getötet, die halt die Leinen hatten. Und die Leinen habe ich extra immer aufgehoben, weil ich wusste, dass wir sie irgendwann brauchen. Hier sind noch 2 Stück. Aber ich glaube, irgendwo in irgendeiner Kiste liegen 8 Stück oder so. Wo war nochmal... Wo waren nochmal die ganzen... Da, 8 Leinen, sage ich doch. So, 13 Stück sollten erstmal reichen für die paar Kühe. Und fliegen mal zu den Kühen hinter. Und jo, was ist denn hier los? Jo, also eine Monsterfarm würde sich ja mal so lohnen, glaube ich, an dem Punkt da. Wenn wir hier drum noch alles ausleuchten, oh, dann wäre das schon, glaube ich, heftig effektiv so. Und hier irgendwo in der Nähe war doch die Kuh. Hier sind die Kühe, oder? Ja, hier sind die Kühe. Alter, da war wieder das Gedächtnis da, Jungs. Hallo, liebe Kühe. Ich würde euch ganz gerne mitnehmen, wenn ich das darf. Kommt mal mit. Ja, du auch, liebes Schaf. So, komm, du auch mal mit. Und du auch. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir die bis nach Hause transportiert bekommen. Ich gehe nicht davon aus, aber mit Glück und vielleicht ein bisschen mehr Verstand als sonst, sollte das alles machbar sein. Also, was ich euch sagen kann, das wird hier auf jeden Fall jetzt einige Zeit dauern. Also wirklich hier, die Kuh können wir auch gleich mitnehmen. Falls eine von denen sterben sollte, haben wir nämlich dann noch eine dritte. Leute, wie kommen wir da jetzt hoch? Erklärt mir das mal. Wäre das Beste nicht einfach, wenn ich auf irgendeine Höhe gehe, auf Höhe 70 oder so mit den Dingern, mich einmal durchgrabe, bis zu unserem Point, wo wir halt hin müssen? Weil hier, ich kann ja hier jetzt einfach durchbauen. Rein theoretisch. So, schaut mal. Sind wir schon mal hier. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier sind. Als allererstes töte ich mal die Skelette. Ich habe keinen Bock, dass die jetzt hier... Scheiße! Ich habe ein Schaf erschossen. Kacke. Egal. Leute, wir haben noch ein Schaf genug. Oh Mann, ich wusste, dass einfach ein Schaf steht. Und Wuffi, alles ist gut, Mann. Kein Ding, Bruder. Hier passiert nichts im Leben. Och, Mann... Ich wollte doch, weißt du, ich habe mir gerade so gedacht, yo, entspannt, haben wir endlich Schafe und jetzt direkt erschossen, aus Versehen. Was man halt wirklich auch sagen muss, ist einfach, dass wir in dem gesamten Projekt, in dem kompletten Projekt, haben wir nicht einmal oder einmal, doch einmal haben wir Schafe und, nee, Kühe, nicht mal Schafe, nur Kühe bei uns gesehen. Und das war genau am Anfang der Folge, beziehungsweise am Anfang des Projektes bei Folge, lass mich nicht lügen, 5 oder so, wo die direkt am Spawn von unserem Bauspot, wo wir jetzt sind, standen. Da habe ich die halt getötet, weil ich dachte, yo, so wichtig werden die eh nicht sein. Und jetzt haben wir einfach 85 Folgen oder so später. Und jetzt bin ich immer noch mit den lästigen Dingern hier am Suchen und hin und her transportieren und hoffen, dass ich irgendwie mit denen nach Hause komme. So, bitte ohne Fallschaden. Bitte einmal nicht sterben, Jungs. Nicht sterben. Alles kein Stress hier. Macht entspannt nicht. Nein. Oh, ihr seid doch alle tot. Ihr seid alle so tot. Ihr seid alle so tot. Oh mein Gott. Ihr habt einfach nur Glück im Leben. Ohne Witz. Anders kann man es nicht sagen. Ihr habt einfach alle Glück. Toll, jetzt rennt mir hier noch ein Zombie hinterher oder was? Ist ja mal überhaupt nicht unfair oder so. Wie soll ich denn das... Wie soll ich denn den Zombie töten? Hilfe! Ah! Nein! Nein! Oh mein Gott. Jetzt. Einer ist tot. Nein. Das Skelett. Nein! Fuck, ist dir... Nein! Oh mein Gott! Was eine scheiß Situation! Hilfe! Für die Kühe sterbe ich gerne. Für die Kühe sterbe ich gerne. Okay, alles gut. So, okay. Sie lebt alles noch. Ja, alle Kühe noch da. Alles noch am Leben. Okay, es kann weitergehen. Oh mein Gott, sagt nicht, das war gut gerettet. Oh fuck, ich habe schon wieder eine Kuh geschlagen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Habe ich noch alle 4? Ich habe noch alle 4 beisammen. Okay, super. Leute, weiter geht's. Mit der Hoffnung, dass wir irgendwann zu Hause ankommen. Ich finde sowas hier ist immer die lästigste Arbeit. Dieses Suchen nach irgendwelchen Tieren. Warum spawnen die nicht einfach bei mir? Wisst ihr, manche Leute haben so viel Luck,
in Projekten, die da spawnen sie immer direkt immer bei denen und die können es farmen. Aber bei mir, Leute, bei mir ist das ganze Projekt schon seit Anfang an komplett mit Unglück beschichtet. Egal, ob es Unglück mit Schafen, mit Kühen, mit Biomen, mit Villagern, mit allem war, Alter. Ich habe immer wieder richtig eine reingedrückt bekommen, aber so ist es halt. Ich muss zugeben, ich glaube, manchmal war es auch echt meine eigene Inkompetenz. Aber ich habe daraus gelernt. Okay, Jungs, wir sind schon wieder an der Oberfläche. Ich weiß noch nicht exakt wo. Oh mein Gott, Leute, das kennen wir. Das kennen wir hier, den Ort kennen wir. Hier, genau da hinten ist unsere Farm. Unsere Villager-Farm. Und, oh nee. Oh nee. Ich habe so Angst, dass einfach irgendeine Kuh oder... Wir haben ein Schaf verloren. Leute, ich habe jetzt übrigens eine Taktik, wie ich gegen die ganzen Zombies und so fighten kann. Ich stack mich einfach 2 Blöcke hoch. Wisst ihr, dann sind die Kühe immer noch an meiner Leine. Aber, und ich kann die Zombies klatschen. Ohne, dass die mich klatschen. Nein, Jungs. Wir haben schon wieder irgendwas verloren. Mann, ey, diese Situation hier stresst mich. Mann, Alter, ungelogen. Ich renne hier mit 4 Tieren durch eine Minekraftfeld. 4 Tiere. Und mir rennen 10 Zombies hinterher, die mich alle stressen. Meine Tiere verlieren durchgehend ihre Kackleinen, weil sie weiß sie nicht, was machen. Ich werde von Skeletten beschossen. Muss aufpassen, dass ich meine Tiere nicht aus Versehen umbringe. Und die Zombies lassen mich nicht in Ruhe, Mann. Ich bin gestresst. Versteht das doch, Mann. Und jetzt hier Spinnen auch noch, Jungs. Oh, Hilfe, Mann. Auf was hab ich mich hier nur eingelassen? Leute, gleich ist das Problem gelöst. Okay, die Zombies sind erstmal im Wasser komplett weg. Nein, oh, hier ist eine Cave. Och, nee. Schnell. Schäfchen. Nein. Ha! Oh, mein Gott. Nein. Ah. Nein, Schäfchen. Küchen, alles wird gut. Ja, okay. Jungs, lebt ihr? Euch geht's gut, okay. Alles gut, alles gut. Nein, oh nein. Oh nein. Wir haben eine Kuh verloren. Nein, die steht hier noch. Oh Mann. Ich habe so Angst, dass ich irgendjemanden umbringe. Okay, euch geht's gut. Okay. Oh mein Gott. So, Crab Stuff können wir erstmal hier weglegen. Alles, was ich jetzt nicht brauche. So. Und euch geht's allen gut jetzt? Super, dann können wir jetzt endlich weitermachen. Okay, Leute, hier ist wieder Oberfläche. Aber ich laufe jetzt erstmal stumpf daran vorbei, weil ich einfach nur nach Hause will. Och nee. Leute, ich glaube, ich habe... Oh mein Gott. Ich bekomme die Kühe auch einfach hier durch. Die Kühe sowie das Schaf kann ich einfach durch ein breites Loch bauen. Und ich baue mir hier die ganze Zeit an ab und baue 2 Löcher extra, weil ich denke, die Kühe passen nur dadurch. Oh mein Gott. Okay. Egal, Leute, alles gut, ich komm damit klar, schon irgendwie. Irgendwie wird das schon funktionieren, irgendwie geht der ganze Plan auf. Ja, Leute, wir haben eine Schlucht gefunden. Was? Suboptimal! Ihr seid so dämlich, ihr seid alle so dämlich, ihr seid so dämlich, ihr seid so fucking dämlich. Holy shit. Bloß schnell weg. Bloß ganz schnell weg. Liebe Kühe, kommt her, das Schaf hole ich später. Ist jetzt nicht gerade passiert, oder? Ist gerade jetzt nicht passiert, dass die Kuh da gestorben ist. Oh mein Gott. Nee. Nee. Leute, ich lasse die Kuh jetzt da, wo sie ist. Weil wir haben ja, wie man uns kennt, haben wir jetzt einen Weg, wodurch wir immer Kühe und alles transportieren können, wie wir wollen. Und deswegen scheiß drauf, Alter. Das Schaf können wir später holen. Wir können später noch so viele Schafe holen. Ich will jetzt wirklich Hauptsache erstmal nach Hause mit den 2 Kühen. Und erwähnen, dass ich Tiere hasse. Also wirklich hasse in Minecraft, will ich auch nochmal sagen. Alter, was ist denn... Nee, ich kann kotzen. Das macht einfach gar keinen Spaß mehr. Das ist so... Nee, das bringt mich gerade richtig an den emotional Tiefpunkt hier. Ja, Leute, mit Glück... Ja. Oh mein Gott, ich wollte es gerade sagen, mit Glück nur noch 100 Blöcke. Und jetzt... Ja, der Beacon setzt ein. Okay, Leute, es geht los. Oh mein Gott, ja, endlich zu Hause. Mit den Kühen, die mir jetzt keinen Bock mehr haben auf die Leine, so. Ja, oh, endlich. Als er alle 2 Beacon eingesetzt hat, hat mein Herz sich einfach nur gedacht, wow. Wow. Ich glaube, das war das Ekelhafteste, was ich so lange im Projekt wieder gemacht habe. Ich hasse es, Tiere irgendwie zu suchen oder zu sammeln oder sonst was. Aber wenigstens haben wir nach wahrscheinlich über 80 Folgen, nach 86 Folgen, 85 Folgen, was auch immer, endlich mal Kühe. Ist doch jetzt auch mal geil, oder? Okay, hier ist der Beacon wieder. Heißt, wir sind relativ nah am Zuhause. Hä, aber wenn wir den Beacon hier haben, dürfen wir eigentlich gar nicht so weit weg sein. Wo kommen wir denn hier raus? Hier. Ah. Hi. Ja, okay, wir kommen exakt bei den Villagern raus. Tatsächlich. So, kommt mit jetzt. Los, vorwärts. Ich will endlich jetzt mal hier nach Hause. Hi, Jungs. Ich hab neue Freunde mitgebracht.
guckt mal, coole Typen, oder? Ja, finde ich auch. Wollen wir vielleicht die gleiche hier einfach in Untergrund setzen, damit wir die Kuhfarm im Untergrund haben? Dass wir die einfach weiter nach unten setzen. Da würde ich sagen, bauen wir hier einfach eine Treppe nach unten und lagern dort dann die Kühe einfach ein. Ist, denke ich, einfach am einfachsten. Erstmal für provisorisch und bei dem Rest mal gucken. Mir hat auch letztes Jahr in die Kommentare geschrieben, dass es alles übelst hässlich ist, was ich hier baue. Leute, ich möchte nochmal erwähnen, falls ihr wirklich denkt, das ist das Endergebnis, Leute, das ist alles provisorisch, dass wir genug Stuff haben, um den Hauptteil zu bauen. Hier ist noch nichts irgendwie fertig oder nicht mal annähernd fertig. Ihr glaubt, könnt euch gar nicht vorstellen, wenn ihr denkt, dass das schon fertig ist, Alter, was hier noch passieren wird. So, und mit diesem kleinen Abschlusswörtchen würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen 17 Uhr bei einer neuen Folge wieder. Morgen bauen wir übrigens die Kuh auf Bewahrungsstätte, Halle, wie ihr es auch immer nennen wollt. Naja, Leute, bis dann und ciao.